Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Subsistenz. Hier am Überleben am See. Wir sind auch wirklich ganz am Anfang. Aber jetzt habe ich zumindest herausgefunden, ist das ein Hase? Ja. Nee, wir wollen erstmal einen Huhn. Brauchen ein paar Federn. Hase hat also Glück gerade. Glück, brauchst nicht rennen. Aber vielleicht freut er sich einfach, dass er am Leben bleiben darf. So langsam sollten wir Richtung hoch gehen, weil da vorne müsste ja gleich der Jäger kommen, genau. Gehen wir da unten ein bisschen näher ran. Eine Tasche. Ich wollte erstmal die Kiste holen eigentlich. Das Metall. Ach, Hase geh. Dann haben wir da noch die Kiste. Da ist auch noch Metall. Frage, ob der noch allein ist, das würde ich schon mal gern ausfinden. Habe ich hier das Metall gerade mitgenommen? Aber seine Base ist jetzt auch mit Tür zu. Hier haben wir irgendwas an. Aber können wir daraus? Ja, Samen ziehen. Mal lieber die in die Hand. Ein paar Kisten. Das Metallschrott. Da auch. Ja, lohnt sich schon, dass wir hier so ein bisschen mal gucken, ob keiner guckt. Da ist eine Kiste, da oben war noch eine Tasche. Richtung nach Hause. Da oben ist auch noch eine Kiste. Ja, wir sind dann auch fast voll. Was könnten wir mal trinken? Könnten wir was? Muss man hier auffüllen. Nicht, dass wir das trinken können, aber dann haben wir es voll, wenn wir nachher in der Base sitzen. Nur hier der Fluss. Da ist ein Bär. Gehen wir mal hier unten am Wasser direkt lang. Dann irgendwas schon schlecht geworden am Fleisch, ne? Gleich richtig viel essen, ne? Wir haben noch keinen Kühlschrank leider. Vorne ist eine Tasche. Schneller. Einfach gegen den Bären. So. Das können wir auch wieder wegpacken. Aber es könnte sein. Da haben wir noch eine Feder. Könnten wir hier noch einen herstellen? Das ist gut. Ich glaube, Pfeile sind schon wichtig am Anfang.
die doch etwas günstiger herzustellen sind als Munition, ne? Munition können wir auch irgendwann diese, ja, diese Dinger hier dann bauen. Hier dieses Schießpulver und was war das andere hier? Patronenhülsen, aller verraume Werkbank und so weiter. So, wenn du jetzt nicht weggehst, Junge. Da gehört. Es hält halt einfach aus, wenn ich jetzt noch töte, ne? Und ich glaube. Ah doch, wir haben 6 Pfeile. Nur für deine Federn. Für Essen wären gar nicht mal so wichtig. So. Aber wir können noch mal die hier durchmachen. Für Feuerholz gleich. Im besten Fall kann man nicht den zweiten Ofen noch stellen. Da vorne gesehen. Das sind welche, ne? Will ich jetzt lieber hier weg. Nimm mal das in die Hand, aber also keine Schüsse, glaube ich, Holz holen. Da ist eine Tasche. Ja, hier so die Seite ist eigentlich total uninteressant, aber die andere oder der Rest des Sees, es macht schon Spaß da zu looten, zu schauen. Weil woanders kriegen wir jetzt auch nicht mehr und anderes, ne? Jetzt haben wir auch die Kartoffel. Ich glaube, wir hatten sogar noch einen Platz frei. Das heißt, wir haben jetzt gut was zu tun wieder. Okay, der angelt hier nicht. Können wir die Pistole wegpacken? So, und für Jagen müssen wir ja auch nicht raus. Wir können ja angeln. Ne? Wir haben ja 22 Larven. Erste Gefahr, die dann ist, ist entweder, dass einer mit angeln kommt oder dass der Adler uns den Fisch wegschnappt. Hat es aber bis jetzt nur bei einem Huhn getan, was ich hier am Wasser erlegt hatte. Ah, schön, wieder nach Hause zu kommen. Sagt, das spielt uns auch. So, mal gucken. Ja, jetzt ist was drin hier, ne? Okay. Schlachten. Und dann machen wir 1, 2, 3, 24 wieder rein. Ja, das war mein Fehler, dass ich darauf nicht geguckt habe, ne? So, jetzt können wir hier Holz einmal reinhauen. 1, 2, 3. Bett. Rein. Okay. Dann hauen wir das mal hier rein. Das hier rein. Also die Kartoffeln, ne? Ja, Kartoffelsamen, den brauche ich gleich drauf. Dann hauen wir das nochmal hier rein. Das hier rein. Dieser wird schon das erste schlecht. Okay, das klappt schon mal. Der ist aus, ne?
das noch. Dann haben wir noch dreimal Leber, toll. Weil die Leber, die lassen wir, glaube ich, hin. Die lassen wir verbrennen für hier, für den. Oder stellen wir noch einmal. Da haben wir nicht genug Algen oder gar keine Algen, ja. Wie gesagt, wir machen nochmal ein Gegenmittel. Ja, es wird dunkel. Wir sind genau richtig zurückgekommen, ne? Irgendwas konnten wir auch nochmal. Müssen wir mal gucken. Die lasse ich jetzt eh verbrennen. Halbgar. BBBB halbgar. Der Essen noch. Der hat keinen Hunger. Machen wir das noch ein. Okay. Dann eine Baukiste. Ne, das ist die. So. Hier hinpacken. Das. Das. Und dann haben wir noch Schrot. Holz. Nehmen wir noch einmal. Also Wasser können wir gleich in dem anderen machen. Was braucht man dafür nochmal hier? 7 Bretter, 3. Alles, ne? Mehr war das nicht, ne? Noch 7 von den Metallen noch. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ja, und die Bretter laufen durch. So, dann haben wir das nämlich auch. Da haben wir. Dann starten wir mal, ne? Ja. Einfach noch einen zweiten Ofen haben. Ist die Frage, den können wir hier zerlegen mit. War da noch drin? Nix. Okay. Auch nichts bekommen, ne? Noch Hälfte des Rohstoffs, okay. Davon machen. Sieht immer aus wie so ein Fernseher, das hier. Fenster. So genau das hier. Komm, ist jetzt gar und jetzt ist verbrannt. Sehr schön. Ein Holz. So, kann ich das reinpacken. So, dann haben wir hier. Später. Na, das packen wir nicht erst rein, wenn wir es brauchen dann. Eisen habe ich schon lange nicht mehr gefunden. Ne? Noch aber ein Dietrich. Es ist nicht super schlimm, aber. Trinken. So, da müsste durch sein eigentlich, ja. Also. Ja, vielleicht will ich da nochmal eine Kiste hinstellen, dann packen wir es doch erstmal hier hin. So,
was er einfach hier mit Asche erzeugt, ne? Sehr schön. Heilkräuter ist fertig. Und jetzt kein Sammel. Sehen, wie er abstürzt. Er wird dann irgendwo hier hinten sein, ne? In der Map sehen wir ihn. Nicht mehr auf jeden Fall. Ah, da dreht er ein. Hey, draußen müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Podest hinmachen, finde ich. Das mit den Bücken und so, das ist nicht schön. Okay, beide Feuer laufen. Heilkräuter haben wir. Ich wollte noch mal eben nach hier. Nach. Die haben wir ja. Ein Seil und ein, genau, ein Tuch fehlt noch. Naja, war nicht gerade so viel Tücher mit. Schade, wir hätten so viel Tücher mitgebracht. Ach so, wir haben ja dieses Ding gebaut, ja. Ah, vielleicht gucken wir mal ganz kurz in den anderen rein. Raus. Töten und schlachten. Das noch hier rein. Perfekt. Weil dann haben wir jetzt nämlich die. Können wir hier die Hose machen, ne? Wenn wir noch ein Seil haben. Das können wir auch. Sehr gut. Die Hose ist etwas. Die nächste geht nicht, aber hier die noch. Was ist das denn? Ja, auch sehen. Alles hier dann auch Sehnen hier, okay, und herstellen. Mit einem Tuch und Feder können wir reparieren, okay. Kälteresistenz bis minus 0,2, okay. Auch. Also hätten auch, dass sie unten erst essen können. Okay. Läuft. Was kostet denn uns das neue Plateau? Zwei Seile.
Vielleicht sogar das. Vier Bretter. Also sieht das schon ganz gut aus, ne? Mal hier oben. Da. Wir können dann hier Aufwertung, genau. Ist jetzt das drin? Was kostet denn das jetzt zum Aufwerten? Hier drei, aber hier diese Seile, ja, die hatten wir ja nicht. Was kostet die Pistole zum Aufwerten? Auch Seile, okay. Irgendwann wagen wir uns nochmal dran. Schon 70 Asche drin. Ich glaube, ich nehme das hier, ne? Und die vier Bretter fehlen, okay. Hier Automat nochmal. Nehmen wir die Asche rein. Okay, dann gucken wir mal, jetzt brauchen wir. Wie haben wir hier frei? Oh, was war das? So, jetzt haben wir Karotte ist auch noch frei. Das heißt, jetzt haben wir hier 6 frei. Machen wir 4 hiervon. 1, 2, 3, 4, 2 davon. Auch noch, aber das ist hier drüben dann eher. Sonst haben wir hier nichts, ne? Und dann machen wir noch mal Samen ziehen und Samen ziehen. Packen wir hier noch mal Karotten rein. Ich habe ja nichts, doch hier haben wir noch einen, aber. Wenigstens so, bevor es schlecht wird. Jetzt sind wir gut versorgt erstmal, ne? Könnten eigentlich los. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, ne? Die Frage ist, wohin? Wir sollten als nächstes versuchen, die Tauchstation, dass wir mal runterkommen. Aber dafür brauchen wir Platinen. Für Platinen brauchen wir die Elektrowerkbank. Das ist die hier. Oder sollten wir auch hinkriegen, denke ich. 150, ja okay, da müssen wir Masse irgendwie hinkriegen. Also erstmal voll werden lassen und dann dementsprechend beim nächsten Mal die Dings machen. So. Ja, der Bär ist jetzt schon ein bisschen störend, nur braucht gerade kein Essen, ne? Das ist halt. So, hier. Ist auch voll. Energie ist gut, Wasser wäre noch okay, da können wir trinken sogar. Wie sieht es denn mit denen hier aus? Brauchen die denn Wasser? Ah, die bräuchte sogar Dünger, sehe ich gerade. Wasser kann ich geben. Aber Dünger. Eher schwierig gerade, ne? Ja, ein kleines bisschen können wir.
läuft halt durch. Immer so. Der steht noch gut da. Gehen wir mal eben. Die Zwiebeln wachsen noch so. Jetzt haben wir hier, ja, okay, wir haben wieder alles drin. Karotten, Baumwolle. Das könnte fertig sein. Zwiebeln. Aber wir hatten hier drin, glaube ich, noch eine Baumwolle. Eine Baumwolle, die können wir schon mal rausholen. Und dann machen wir hier noch einen Samen ziehen, dass wir zumindest noch mal Zwiebel kriegen. Warum auch immer, aber Zwiebel da hinten rein. Baumwolle ist, glaube ich, immer gut. Was Heilkräuter, ich weiß es gerade gar nicht. Okay, Zwiebeln, mach mal hier rein. Baumwolle. Haben wir jetzt auch ein bisschen was, ne? Nur für die brauchen wir. Okay, Baumwolle und Tuch. Ja, okay, die kriegt man dann schon hin. Aber hier brauchen wir schon das erste Seil, ne? Ich weiß es nicht. Wir müssen wohl mal Richtung Pumas. Und werden wir nicht anders hinkriegen, denke ich. Derzeit wird hier Holz schön brennen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.